Wir alle brauchen Treibstoff und der wird vor allem aus Rohöl gewonnen. Doch nun wurde in einem Forschungslabor in Cambridge ein Durchbruch erzielt. Vielleicht tanken wir unsere Autos bald mit der Energie aus Kompost. Wir arbeiten an erneuerbarer Energie und im Besonderen arbeiten wir daran, dass wir Sonnenlicht umwandeln in erneuerbare Energieträger. Erwin Reisner und seine 30 Chemikerinnen und Chemiker wollen Wasserstoff mit der Hilfe der Sonne gewinnen. Dieses Prinzip könnte die Basis einer grünen Energieversorgung werden. Aber wie kann man nur mit Sonnenlicht Wasser in Wasserstoff umwandeln? Kompost, also Biomasse, ist vielleicht die Antwort auf diese Frage. Biomasse ist sehr interessant, weil es sehr energiereich ist. Das Schwierige bei Biomasse ist nur, dass man es umwandelt in andere Energieträger, weil es einfach so robust ist. Und was wir gefunden haben, ist ein Katalysator, der Sonnenlicht absorbieren kann und dann die Biomasse umwandeln kann in Wasserstoff. Ein Katalysator ist ein Stoff, der eine chemische Reaktion herbeiführt. Erst er macht es möglich, den Wasserstoff aus der Biomasse nur mit der Kraft der Sonne herauszulösen. Also unser Katalysator ist nur ein paar Nanometer groß, dass man sich das vorstellen kann. Ein Nanometer ist ungefähr ein Hunderttausendstel von einem Haar so dünn. Also wirklich kleine, kleine Katalysatoren und die bestehen aus Cadmium und Schwefel. Die winzigen Katalysatorpartikel sind in einer basischen Lösung. Diese Flüssigkeit fügt man zur Biomasse hinzu. Trifft nun das Sonnenlicht auf den Katalysator, startet eine chemische Reaktion. Durch eine Oxidation lösen sich die Moleküle der Biomasse auf und der Wasserstoff wird freigegeben. In Form von Bläschen wandert er an die Oberfläche. Bei uns kann man im Prinzip alle Formen von Biomasse verwenden, auch Biomasse aus Abfällen. Und das ist besonders interessant, wenn man dann nicht mit Nahrungsmitteln in Konkurrenz steht. Wie es zu diesem Durchbruch kam? Rein zufällig durch unbeabsichtigte Verunreinigungen bei einer Versuchsreihe. So kam es zu der überraschenden Entdeckung, wie man Wasserstoff aus Biomasse gewinnen kann. Das ist für uns wirklich Neuland auf dem Gebiet der Photokatalyse. Und es ist so interessant, weil jetzt haben wir wirklich ein günstiges System, das sehr effizient diese Katalyse vorantreibt. Und es ist auch die Plattform, dass man jetzt wirklich schaut, dass man viele andere katalytische Prozesse damit treiben kann. Erwin Reisner und sein Team. Mit Ihren Ideen und Ihrem Einsatz setzen Sie vielleicht den Grundstein für eine Alternative, die uns nachhaltig und sicher mit Energie versorgen kann.